erstaunlichen Liebe. Wir haben von einem König gesungen. Seine Macht, das ist der grosse Unterschied, die Macht von Jesus ist Liebe. Ich habe vorhin von diesen Politikern geredet und dort geht es auch um Macht, um viel Macht. Eigeninteresse. Und das ist der gravierende Unterschied zu Jesus Christus, der König ist. Es gibt ein Adonia-Lied ohne Krone. Ein König, der dient. Ein König, der liebt. Das ist das Wunderbare an unserem Glauben, wo wir dürfen leben mit Jesus Christus. Und doch, mein Thema heute ist, es gibt doch, es ist nicht einfach alles rosig, sobald man Jesus nachfolgt. Die sehen hier Vertrauen und unten der Zusatz, tue Gutes und verzage nicht. Das war das Thema vom letzten Leo-Fest im Oktober. Tue Gutes und verzage nicht. Und ich bin überzeugt, dass viele von uns das schon erlebt haben. Wir tun Gutes für Jesus. Wir setzen uns ein, bauen das Reich Gottes und kommen in Prüfungen. Kommen in Schwersein. Wo wir nicht ganz einordnen können und wo wir manchmal vielleicht auch in Versuchung stehen oder auch nach dran sind, dass das Licht auslöscht oder dass man resigniert, dass man verzagt. Ich habe das noch im Duden nachgeschaut, das heisst eigentlich verzagen, dass man den Mut verliert, dass man kleinmütig wird. Zuversicht und Hoffnung, Selbstvertrauen und Lust zum Handeln verliert. Das ist verzagen. Ich weiß nicht, ob du es auch schon erlebt hast. Manchmal will man vielleicht ganz etwas einfacher machen. Vielleicht ist ein Konflikt. Ich habe das selber als Pastor erlebt oder als Seelsorger. Du willst vermitteln, du willst ja Frieden haben. Und am Schluss merkst du, am Schluss bin ich noch fast der Löhli gewesen. Also, dass ich dran gekommen bin. Dabei hat man ja das Gute wollen. Aber es ist gar nicht einfach. Es kann ganz im Kleinen geschehen. Es kann aber auch gerade jetzt noch einmal bezogen auf den Krieg, Ostukraine. Der Vlad war im Oktober hier in der Schweiz. Das ist unser Partner, wo regelmässig ins Kriegsgebiet geht. Und er hat eine Geschichte erzählt, die schon sehr unter die Haut gegangen ist. Er setzt sich täglich ein, fährt mit seinem Bus in die Gebiete und ist anfangs vom Krieg, der von den Rebellen, gekidnappt worden, also gefangen genommen worden. 6 Tage im Gefängnis, ganz erbärmliche Zustände. Sie haben ihn ausgefragt und haben ihm die Zigarette in der Hand ausgedrückt, weil sie ihm nicht glaubt, was er sagt. Er hat immer gesagt, ich bin Christ und ich mache es humanitär und ich will einfach helfen. Nichts anderes. Und sie hat das Gefühl gehabt, er ist einer von der Armee, an der ukrainischen Armee, der kommt spionieren, der Gegner ist von ihnen. Obwohl, ich muss da vielleicht eine Rand bemerken, die Baptisten, es ist auch momentan unter den Christen, sehr schwer. Gerade die Baptisten haben es sehr schwer in der Ostukraine. Ich rede jetzt nicht von Verfolgung, aber von grosser Diskriminierung. Es sind sogar zwei Söhne von einem Pastor, sie sind auch gefangen genommen worden und hingerichtet worden. Die pro-russischen Separatisten haben gar nicht Freude an den Baptisten. Das ist sowieso amerikanisch und beeinflusst von Amerika. Und das ist eigentlich ein Feindbild. Sogar die orthodoxe Kirche erlebt momentan eine grosse Spaltung zwischen der Kiewer Orthodoxie und Moskauer. Also auch hier ist eine grosse Spaltung. Der Vlad war 6 Tage in einem Gefängnis und das ist ein Wunder. Ich kann die Geschichte nicht erzählen, wie er freigekommen ist. Er ist auf ein Feld rausgeführt worden und sie haben ihm noch gesagt, es hat hier Leute noch beeinflusst, die hier auch Christen sind. Und wir setzen die frei. Da ist der Westen, ab mit dir. Und er musste 2 Kilometer laufen, bis er endlich bei Leuten war im Westen. Tue Gutes und verzage nicht. Dass man da nicht aufgibt und sagt, nein, ich helfe nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr. Wäre menschlich sehr verständlich. Aber der Mann hat so ein Herz und sagt, ich muss und ich will diesen Leuten helfen. So, jetzt gehen wir noch in diesem Thema auf den Grund von Versuchung, von Prüfungen. Jetzt haben wir gesungen, der liebende Jesus. Ja, führt er uns in Versuchungen?
Ich glaube, das Jahr ist das letzte Jahr, ist das Thema beim Papst. Er hat das Thema geprüft und aufgenommen und hat gesagt, ja, er sei nicht ganz sicher, ob man das Vaterunser richtig beten. Ich nehme heute nicht Stellung. Ich tue das nur einfach so bringen, was das Papsttum da gesagt hat, weil wir beten ja und führe uns nicht in Versuchung im Vaterunser. Ja, führt jetzt Gott uns in Versuchung? Sehen wir, die Katholiken haben jetzt zum Vorschlag gekommen, lasst uns nicht in Versuchung geraten. Lassen wir das mal so stehen. Und gehen wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Ist es der Gott, der uns in Versuchung führt? Ist es Jesus, der uns in Versuchung führt? Ich bin im Griechischen geforscht, was für Begriffe gibt es da? Und es gibt dummerweise, habe ich nur einen gefunden. Das wäre für uns Theologen ein bisschen einfacher. Es gibt da vielleicht zwei, drei. Und dann kann man sagen, ja, doch, ist jetzt Versuchung. Ich komme dann auf das Thema. Ah, da geht es um eine Prüfung. Es ist im Griechischen der gleiche Begriff. Also das hilft uns nicht so viel weiter. Wir werden es ja in unserem Text sehen, im Jakobusbrief, dass genau zweimal Versuchung vorkommt. Ich kann das gerade hier jetzt zitieren. Es ist die Rede von, wir sollen glücklich sein, wenn wir in Versuchung geführt werden von Gott. Und im Vers 13 heisst, die Versuchung kommt nicht von Gott. Ja, was stimmt jetzt? Also, kommt man eigentlich nicht ganz draus, wenn man das so liest. Ist noch recht schwierig zu verstehen. Und dann möchte ich ein bisschen auf den Grund gehen. Möchte aber zuerst noch eins ganz, ganz bewusst uns sagen, auch das, was wir gesungen haben, Jesus ist Liebe. Jesus ist ein Licht, er ist die Wahrheit und im Jakobusbrief lesen wir das auch. Alle guten Gaben kommen von oben, von dem Vater des Lichts. Also unser Vater ist Licht, er hat das Licht geschaffen. Er sagt auch, das Wort Gottes ist Licht. Und er ist nicht einfach, zwischen ihr löst es aus, oder? Und wenn der Sturm kommt, löst es aus. Könnte da jetzt passieren. Darum bin ich also vorsichtig nach vorne gelaufen. Er ist kein Licht, das zwischen ihr brennt und zwischen ihr ist es so dunkel. Und wenn es so dunkel ist, gibt es Krieg. Und wenn es dunkel ist, gibt es Prüfungen und Versuchungen, weil dann ist gerade Gott im Ruhestand und kein Licht. Nein, Gott ist Licht. Gott ist Liebe. Er ist Barmherzigkeit. Er ist Güte. Er ist souverän. Er ist allmächtig. Er ist nicht, wenn ich im Osten bin, gibt es etwa die Stromausfall, der ist wieder plötzlich dunkel. Oder wie beim Kühlschrank, wenn man auftut, brennt es Licht und wenn man zutut, brennt es nicht. Nein, so ist es nicht zu verstehen. Gott ist Licht. Bei ihm ist nicht irgendeine Veränderung zu oder Abnahme oder stärker oder schwächer vom Licht. Er ist Licht. Ja, aber jetzt habe ich gleich noch keine Antwort gegeben die Eingangsfrage. Und da möchte ich heute Morgen uns ganz klar sagen, wir müssen differenzieren. Es gibt Prüfungen im Leben, Schweres in unserem Leben, wo man nicht einfach nur sagen kann, Gott hat dort die Augen zu gehabt, hat geschlafen, wo Gott uns sogar uns zugelassen hat oder vielleicht sogar auch reingeführt hat. Das kann ich jetzt nicht ganz abschließend sagen. Wir lesen im Jakobusbrief 1 Vers Kapitel 1, Vers 12, folgende Worte. Glücklich der Mann, der die Versuchung erduldet. Sehen Sie, da ist auch eine Versuchung, aber da geht es um Prüfung, um sogar Glaubensprüfungen. Glücklich der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen hat, die Note 6 ja auch eine Prüfung haben? Nein, das ist ja auch wieder das Wunderbare an unserem Glauben. Also es ist nicht nach einem Leistungslevel kommen wir den Siegeskranz über. Weil ich hätte die auch erkennen und viele von uns oder die meisten von uns auch nicht. Das ist das Schöne, weil ich denke, wir sind auch nicht immer mit Note 6 durch alle Prüfungen, er muss ich nicht. Aber das Schöne ist, es geht schlussendlich um die Liebe. Und diese Liebe führt uns aber auch in Prüfungen. Das ist jetzt schwierig. He? Das kann man nicht ganz verstehen. Ich konnte es auch lange nicht verstehen. Und ich war auch als Seelsorger sehr vorsichtig mit dem Vers aus dem Römerbrief.
alles dient er zum Besten. Es ist noch schwierig, an einem Krankenbett zu stehen und diesen Vers zu zitieren, muss man schon aufpassen, weil das können nicht alle verstehen. Alles dient er zum Besten. Sogar jetzt der Hirntumor, den ich hatte, vor 3 Jahren, was soll mir das zum Besten dienen? Oder Diagnose Krebs, Arbeitslosigkeit, Konflikt, das soll mir zum Besten dienen. Das ist schwierig. Und doch gibt es in unserem Leben als Christen Prüfungen. Aber jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wenn wir geprüft werden, will Gott nicht das Licht erlöscht. Er will nicht sogar in die Tiefe vom Glauben führen. Gerade in einer Prüfung durch Krisen uns noch mehr in die Nähe von Gott führen. Das ist das Ziel von Gott. Das lesen wir auch hier. Also den Anfang kann ich kaum auslegen, weil so weit bin ich noch nicht, dass man glücklich ist, wenn man geprüft wird. Das muss ich sagen, das ist hohe Schule. Aber nachher lesen wir, es geht um Bewährung. Gott will uns in eine Bewährung einführen. Vorhin spontan, ich weiss, jedes Bild hinkt auch ein bisschen, aber Kerzen ziehen habt ihr ja momentan, oder? Wie entstehen die Kerzen? Die müssen ja immer getaucht werden in das Feuer, in das feuerheisse Wachs. Das tut menschlich gesehen weh. Es ist heiss. Tut weh. Aber durch jedes Weh, du, ich sage es mal so, durch jeden Zug, der wieder in das Wachs kommt, wird die Kerze immer weh. Stärker und sie wird zu einem Licht. Und einige von uns haben das vielleicht auch schon erlebt, dass wir durch Prüfungen gegangen sind und wir erlebt haben, Gott kommt mit und er verlässt mich nicht und ich bin schlussendlich gestärkt worden. Sie hat das selber erlebt in dieser Phase von vor 3 Jahren, als ich diesen Hirntumor hatte. Ich bin dort im Unispital auf dem Balkon gestanden, vor und nach der Operation. Hallo Preislied, hatte so Stöpsel, wo ich es nicht so hart gelassen und habe die Hand und gesagt, du bist da, Jesus. Du bist da. Und du liebst mich. Ich habe die Liebe von Gott noch nie so stark gespürt, wie dort in dieser schwierigen Situation. Natürlich habe ich nicht immer nur Halleluja gesagt. Das war alles immer Hochgefühl, überhaupt nicht. Ich weiss noch, dass mich im Lift, ich kann mich noch erinnern, im Lift, ich musste noch ein MRI machen am Vorabend. Gewusst, morgen wird ich operiert. Noch ein Gespräch mit dem Professor. Da hat man sowieso schon gedacht, man ist gestorben nach der Operation. Sehr, all die Risiken. Dann ein MRI und dann sagt die Schwester noch unten in dem Keller, ich führe noch ins Zimmer. Sie sagt, nein, ich finde doch selber in das Zimmer. Ich war in diesem Lift drin, allein in diesem Lift. Und es hat mich völlig durchgeschudert. Ich musste weinen. Ich hatte recht schwere Zeit dort. Also es hat beides gegeben. Aber zutiefst innen habe ich immer die Geborgenheit gespürt und die Liebe von Gott und nicht seine Strafe oder seine Dunkelheit. Die gibt es ja gar nicht. Ich habe ihn einfach als Licht wahrgenommen. Und wenn wir in die Bibel schauen, finden wir x Glaubensväter, die geprüft worden sind. Das ist nicht einfach etwas, das ich jetzt nur aus dem Kapitel herausnehme. Die Bibel ist voll von Prüfungen. Männer, die geprüft werden. Ein Abraham muss seinen Sohn, den geliebten Sohn, opfern. Ein Hiob, das kann man sich gar nicht vorstellen, was ein Hiob erlebt hat. Dem ist fast alles genommen worden. Und so weiter. Also ich möchte nochmal zusammenfassend sagen, Punkt 1, wenn Gott uns prüft, dann geht es darum, dass er uns in die Bewährung führen will. In seine Nähe. In seine Liebe. In seine Hände. Dann gibt es aber das zweite Wort, Versuchung. Was ist jetzt mit den Versuchungen? Führe uns nicht in Versuchung. Und wenn ich das so ein bisschen gesamtbiblisch angeschaut habe, ist ganz klar, Versuchungen haben ein anderes Ziel. Versuchung hat das Ziel, dass wir aus unseren Begierden, aus dem Fleisch raus, sündigen. Dass wir fallen.
Und jetzt ist das Ziel, dass wir bleiben liegen oder dass die Kerze auslöscht und wir zünden sie nicht mehr an. Es hat ja sowieso keinen Sinn. Ich habe schon x-mal versagt und jetzt wieder versagt. Ich gebe auf. Das ist das Ziel von Versuchungen. Und das ist aber nicht Gott, wo das der Ursprung ist, wo das herbeiführt. Gott will dich in Gemeinschaft mit ihm führen. Er will dich in seine Vaterhände nehmen. Er will, dass du versöhnt bist mit ihm. Sonst hat er nicht seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt. Der hat das grösste Leiden auf sich genommen. Die grösste Prüfung hat Jesus Christus durchlebt. Aber der Satan, unsere Begierden, unser Denken, das sehr menschlich sein kann, wo man vielleicht Gott will ausschalten, kann so zum Sündigen führen. Wir sehen es auch bei Jesus Christus, er ist versucht worden. Sehr schwer versucht worden. Und auch bei seinen Begierden, bei seinen Wünschen, er hat Hunger und Durst gehabt. Und dort hat der Satan angesetzt. Wie hat Jesus sich gewehrt? Was war seine Waffe gewesen? Er hat immer das Wort Gottes zitiert. Im Wort Gottes steht: Du liegst falsch, Satan. Du willst mir nur etwas hervorrufen, das gar nicht stimmt. Im Wort steht, und so hat er Kraft bekommen, diesen Versuchungen zu weichen, sie zurückzuweisen. Das ist aber auch jetzt heute nicht mein Fokus. Da könnte man jetzt auch noch mal ein Thema haben. Mein Fokus ist wirklich Prüfungen, tue Gutes und verzage nicht. Ich möchte Sie jetzt auch noch ein paar Hilfen geben zum Abschluss von meiner Predigt. Finden wir alles im Jakobusbrief. Wenn vielleicht in der Zeit, die heute oder mal der nächste Woche mal das Kapitel 1 zu lesen, das ist spannend. Manchmal nicht ganz einfach, aber vielleicht, wenn ihr jetzt die Predigt gehört habt, sollte es etwas verständlicher sein, hoffentlich. Und das nochmal zu lesen. Da lesen wir dann im ganzen Kapitel, zum Beispiel Vers 2 bis 4, ich habe es jetzt zusammengefasst, einfach nicht, ich kann jetzt nicht alles lesen. Erschreckt nicht vor Prüfungen. Hab nicht Angst, das ist auch so eine Aussage, hab nicht Angst. Natürlich hat man manchmal Angst, aber auch mit dieser Angst kannst du zu Gott gehen. Das ist ja das Wunderbare. Und es reißt uns nicht den Teppich unter den Füßen weg und meine Lebensversicherung hilft mir jetzt nicht und mein Häuschen, das ich habe, auch nicht, sondern mein Halt in meinem Leben ist Gott. Erschreckt nicht. In Vers 5, bitte um Weisheit. Um Weisheit. Das Warum würde ich nicht fragen, warum Gott? Warum Gott ein Hirntumor? Warum Gott Arbeitslosigkeit? Vielleicht eher noch das Wozu. Was willst du mir zeigen, Gott? Was soll das bewirken in mir? Die Krankenzeit hat bei mir schon auch Analysen durchgeführt, auch zu neuen Priorisierungen in meinem Leben. Aber auch da ist es manchmal nicht immer einfach. Es bleiben Fragen zurück, die wir vielleicht nicht einordnen können. Aber ich glaube, es tut gut, wenn wir um Weisheit bitten. Oh, jetzt bin ich jetzt zu weit. Zweifelt nicht an Gottes Führungen. Zweifelt nicht an Gottes Führungen. Hinterfrag Gott nicht, er ist Licht und er macht keine Fehler. Halte fest an Gott. Ich habe ein Zitat von Luther, wo man sehr gut passt. Er hat auch gesagt, manchmal wissen wir nicht, ist es jetzt eine Versuchung von Satan, bin ich es einfach als Mensch, ist es Gott? Und wir fangen von grübeln und machen, fang gar nicht an mit dem. In allem Leiden und aller Anfechtung soll der Mensch zuallererst zu Gott laufen. Und er soll seine Anfechtung erkennen, als sei sie ihm von Gott zugeschickt, auch wenn sie vom Teufel oder vom Menschen komme. Auf diese Weise lernt er Geduld und Gottesfurcht. Also unser Ankerort ist Jesus Christus, ist unser Gott, wo wir in all diesen Anfechtungen und Prüfungen oder auch Versuchungen sollen zu ihm gehen. Verlasst euch nicht auf vergängliche Werte. Ich glaube, gerade auch, wenn man so in einer Krise steht, das vorhin schon angedeutet, dann merkt man, was gibt meinem Leben Halt. Und das andere könnt ihr lesen. Ich möchte abschließend noch ein Wort lesen, das wirklich
Es zeigt auch, dass es Prüfungen gibt in unserem Leben. Aber es kommt einer mit uns durch die Prüfungen durch, wo unser Freund ist, und der heisst Jesus Christus. 1. Korinther 10, Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Amen. Ich tue noch beten mit uns, dann übergebe ich dir wieder an Martin. Herr Jesus Christus, danke vielmals für dein Wort, das wir dürfen haben. Dein Wort, das ein Licht ist in dieser dunklen Welt. In dieser Welt, wo so vieles nicht mehr klar ist. In dieser Welt, wo so vieles unsicher ist. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du unser Licht bist, das brennt. Wo nicht irgendwie zwischen uns verlöscht, sondern du brennst, du bist das wahre Licht, du bist es und du wirst es auch in Zukunft sein. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns kennst heute Morgen, du weißt, wie es jetzt in uns aussieht, wo wir vielleicht gerade auch Zweifel haben oder wo wir Fragen haben, wo wir grübeln, wo wir in einer Prüfung entstehen und nicht wissen, wie das soll enden. Aber Herr Jesus, wir dürfen wissen, du bist mit uns in diesen Prüfungen, in dieser schwierigen Zeit. Und wir wollen uns an dir festhalten. Du bist Liebe. Und du bist der Einzige, der uns aus einem so einem Tunnel herausbringt. Und du bist der, der unsere auch ewige Hoffnung ist. Auch wenn wir sterben. Bist du unsere Auferstehung. Wir dürfen versöhnt leben mit dem Vater im Himmel. Das ist unsere Hoffnung, die wir dürfen haben, über durch den Tod hinweg. Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass du uns beistehst, dort, wo wir dran sind, dass wir dürfen so leichter sein in dieser Welt, die brennen, die Hoffnung vermitteln, die deine Liebe in Wort und Tat, auch da, wo wir leben, weitergeben. Segne du uns. Amen.